nicht so ganz darüber, aber das geht gut. Das haben wir eben schon bei einem gemacht. Ja, unser Plan. So, liebe Freunde, wie eben schon erzählt, eigentlich das Letzte, was wir jetzt machen, bevor es ins Wasser geht. Ja. Ja. So, Heimathafen technisch kann man sich ganz gut orientieren, denn da stand ja schon was drauf. Ja, wir können ja gucken, wo wir uns... Das kann man auch hier machen. Mittel. Nee. Unten würde ich nicht. Nee, ich würde es auch so... So. Oder hier. Ja, machen wir noch einen Tick runter. So ungefähr. Weil dann könnte man, wenn man irgendwann noch mal was machen will, hier noch was ranmachen. Ja, ne? Ja. So, einmal gucken, ob gerade. Ja, warte, muss ich weiter weggehen. Schwierig, weil das Boot ja auch ein Tick schief ist, ne? Sagt mein Gefühl auch. Nicht viel. Ja, würde ich sagen. Tada! So, das war auch noch das letzte Stück. So, ein weiterer letzter Arbeitsschritt. Die Stelle muss jetzt natürlich noch einmal gewachst werden. Polierte sie schon, aber ja, da haben wir jetzt noch nicht gewachst, weil der Name ja noch nicht drauf war, der Heimathafen, meinte ich. Ja. Es ist schön, dass es jetzt nur noch so kleine Flächen sind. Ja. Spinne. Ja. Sie salzig. Lass sie nicht zu mir. Guten Morgen, es ist soweit, heute ist Freitag. Es ist gerade morgens und uns steht auch noch der Arbeitstag bevor und dann geht's endlich ins Wasser. Wir können es doch gar nicht glauben. Es ist so cool, also wir haben eigentlich alles gut vorbereitet. Es muss nur noch der Motor anspringen, aber das wird schon werden. Er freut sich auch. Sein Boot ins Wasser kommt. Unser geheimer Chef hier, der alles koordiniert. Nein, die Fahne ist gerade nicht dran. Steck mal ran, Hase, die liegt da vorne. Und der Fuffi läuft gar nichts.
Hey Leute! Hi! Wir sind auch endlich wieder im Wasser. Ja, ihr seht, wir haben immer noch Wasser hinter uns, so wie in den anderen Videos, aber jetzt ist es um uns herum. Es fühlt sich ganz anders an. Das ist einfach ein komisches Gefühl, also ein schönes Gefühl, aber auch so, so krass, dass wir jetzt endlich wieder im Wasser sind irgendwie, nach den ganzen Arbeiten, die wir jetzt gemacht haben. Und wir waren ja wirklich letztes Jahr nur kurz im Wasser, weil wir das Boot ja echt zum Ende der Saison erst gekauft haben. Und ja. Naja, und jetzt ist es unser Boot im Wasser. Also vorher war es jetzt schon noch so ein bisschen fremd. Jetzt halt nicht mehr. Ja, Motor sprang an, alles sofort, gut. Sofort, ohne Probleme, ja. Ja, haben kein Leck. Also bisher ist Bilgen und ich habe alles kontrolliert, es ist alles gut, kein Wasser drin. Alle Ventile haben gehalten, funktionieren. Ja. Ja, so, wir sind jetzt echt happy. Klar, ist noch ein bisschen was zu tun. Ja. Aber wir sind erstmal super happy, dass wir jetzt hier im Wasser sind. Nochmal vielen Dank an alle, die uns dabei geholfen haben. Ja, auf jeden Fall. Wie immer haben wir ja auch hier auch viele dabei, die uns dann mal ein bisschen helfen und uns ja auch in Zukunft dann nochmal ein bisschen trainieren. Ja, jetzt kommt nämlich der nächste Part, ist Segeln lernen. Ja, genau. Ja. Also, naja, ihr wisst es ja, wir sind jetzt ja keine Profis, die sich ein Boot gekauft haben und jetzt jalla Abfahrt, ne? Sondern jetzt müsst ihr halt auch noch ein bisschen damit durch. Wir müssen es halt noch lernen und allgemein, das ist halt bei uns ein bisschen knifflig mit dem Liegeplatz, weil er so klein ist. Wir sind halt eigentlich zu lang, das heißt, wir haben an beiden Seiten eine Spring, die uns halt hält. So, also klar, das ist jetzt nichts Verrücktes, aber das sind halt auch irgendwie Sachen, die so vom Standard abweichen, würde ich mal sagen. Und ja, das lernen wir jetzt alles ganz entspannt. Heute ist strahlend blauer Himmel und jetzt kann man auch mal wieder neben all der Arbeit ein bisschen genießen. Ja.